Servus Leute, Teil 11 vom Let's Play von The Last of Us für die PlayStation 4. Und ich würde schon sagen, tun wir gar nicht lange wieder drumherum mehr hier. Lass mal weitermachen. Jetzt sind wir hier beim Kraftwerk. Beim Joel, seinem kleinen Bruder. Oh Mann, ich hab hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Oh? Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Oh, wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Was ist denn los? Willst du nicht mal weitergehen? Ach, okay, gut. So viel zu dem Thema. Maria! Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Sie bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber, er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass wir es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das... Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Ja, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt.
Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Wir müssen nur noch die Platte aufsetzen. Dann mal los. Das hält. Wenn er hält, Vorsicht. Okay, das ist gut. Langsam. Okay. Gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Okay, das war's. Fertig? Mach schon. Drück drauf. Es geht los. Schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, oh, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlang nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung. Und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Halten Sie auf! Lass Sie nicht ins Gebäude! Thank you.
sehen? Los, schnell zur Brücke! Tommy! Räuber, sie kommen ins Gebäude! Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance! Kommt zu euch, bleibt nur! Wir sind hier, versteck dich! Maria, verdammt! Ich bin schon da. Joel, ich mach schon. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel, oh Mann, sie kam aus allen Richtungen. Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. User entered your channel. Ich rede erst mit Ellie.
Lani muss mich so erschrecken. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay, seid vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. Ja. Da, ja. Da sind Spuren. Na komm. Sie kann noch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Ludi ist das, der hier drin ist. Ludi, du kannst ruhig sprechen, das ist kein Problem. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Du bist gerade bei mir mitten in der Let's Play-Aufnahme hier. Ich habe was gedacht, das ist Clowny, der hier reingekommen ist, dass du es bist. Du kannst ruhig irgendwas sagen, das ist kein Problem, wenn du redest. Da, Spuren. Hallo. Tja. Viel zu viele. Komm schon. Geh außen rum. Ich geb dir den. So, jetzt hat. Ne, ich bin im Start in der Let's Play-Aufnahme von The Last of Us, weißt du? Also, Launi ist genau immer so einer, der hier mit reinkommt. Ja, dann erstell dir mal einen eigenen Channel für Aufnahmen mit Passwort. Nö, Passwort oder nicht? Ist doch egal, passiert doch nicht. Ist doch nicht so schlimm. Also, du nimmst gerade auch, oder? Nicht wahr? Okay, cool. Ja, ist ja bloß Let's Play, ist ja kein Multiplayer oder so. Oder ja, ich muss dich mal ein kleines Menü leiser stellen. Ich hab grad hier. Der schreist mir hier ins Ohr rein, das ist Wahnsinn. Okay. Ja, das ist nur von gestern irgendwie, anscheinend bin ich drauf gekommen, keine Ahnung. Laut. Ja, geht's über. Was nimmst du gerade auf The Last of Us? Ja. PS4, oder? Na genau. In der PS3 vielleicht, ist ein bisschen alt schon. Jo. Ey, ich bin zurzeit, ich hab keinen Bock mehr PlayStation zu zocken, ich bin zurzeit voll auf Counter-Strike ab. Also ich das ist gar nicht für mich. Also nicht mehr, ich hab das früher auch sehr viel gespielt, aber jetzt gar nicht mehr. Aua, Mensch, wo bist denn du, Penner? Irgendjemand schießt auf mich, ich weiß aber nicht von wo. Ja. Dort hinten, da kann ich ja nicht sehen. Komm her, du Kackspast. Nee, mit Clowny spiele ich immer jetzt ziemlich viel hier mit Black Ops, also gestern war das Bock gemacht. Hey, was ist denn jetzt eigentlich mit MW2 hier?
Ja, da, hör mir auf. Das waren alle. Wir haben, weil, das ist Blödsinn, weil es kommt im nächsten Jahr sowieso hier Minecraft raus und ich schaff das einfach nicht mehr. Auch mit einer auf Aufnehmen und so mehr. Weil das wird ja dann sowieso gesuchtet so und dann kommen ja noch, ich glaube am 31.10. kommt GTA 5 raus für die PlayStation 4. Da denke ich mal, dass wir da auch was machen, weil Clowny will ich das auch holen. So und dann ist ja, dann ist es ja nicht mehr lange, dann kommt ja schon Advanced Warfare raus. Also von daher. Zockt ihr dann Advanced Warfare auf der PlayStation 4 dann, oder? Naja, klar. Clowny hat sich das, ich glaube, auch schon vorbestellt. Ja, es soll ja gar nicht so schlecht sein. Also auf der Gamescom sah es ganz gut aus. Also ich hab's bei Commander Krieger hier gesehen im Channel, also auch die gesamte hier Waffenbalance, beziehungsweise halt hier Leben und so, also das ist nicht mehr so beschissen wie bei Ghost. Also du hast jetzt auch wieder eine Überlebenschance, dass du wenigstens auch mal dich verstecken kannst und so. Und grafikmäßig soll es auch richtig genial sein. Ja, was ich mir jetzt schon, das hab ich gleich beim ersten Teil auf der Gamescom gesehen, dass alle mit diesem Scheiß zweihändigen LMG rumgelaufen sind. Und da, das wird wieder. Wir werden sehen, aber. Ja, kommt drauf an, wie sie es dann belassen, wenn das Spiel draußen ist. Genau, aber so an sich wird es schon nicht leicht werden. Also, ich denke mal nicht, dass es irgendwie jetzt Rotz wird, weil das kann sich Activision nach Ghost nicht mehr erlauben, weil viele Spieler hauen ja ab. Ja. Was ich aber geil finde, ist, dass die Battlefield Hardline haben die ja verschoben. Es kommt jetzt nicht im November raus, sondern erst nächstes Jahr irgendwann, im Frühjahr. Ja, mein Gott, also Battlefield Hardline, das wird, glaube ich, ein richtiger Flop werden. Ja, es ist, weil die haben ja, weil EA hat ja an sich schon viel von COD abgekupfert, angefangen von Battlefield 3, jetzt Battlefield 4. Und das nächste jetzt mal gucken. Ja, ich finde, Battlefield Hardline hat mit Battlefield nichts mehr zu tun. Ja, das geht schon so mehr in GTA oder sowas, so mit diesen Bandenkriegen und die ganze Krütze. Ja, das war halt einfach, Battlefield ist für mich große Maps, Panzer fahren, Heli fliegen, Jet fliegen. Und nicht auf so engen Maps dann Geld klauen und das erinnert mich eher so an Payday 2 oder so. Mal gucken, wie es so wird. Ich kauf mir das sowieso nie von daher. Ich auch nicht. Battlefield. Ellie? Sehen, ich werde jetzt erstmal hier The Last of Us fertig machen. Damit ich das bis zu Minecraft hinkriege. Oh, Herrgott. Weil das soll jetzt auch theoretisch, soll es am 19., am 18. oder am 19. soll es jetzt rauskommen. Glaube ich zwar nie, weil das Spiel ist jetzt erst, jetzt erst fertig geworden und ist jetzt erst bei Sony zur Verifizierung. Man muss natürlich dazu sagen, dass das Video jetzt ein bisschen später auskommt. Heute haben wir einen, was haben wir auch heute für einen? 17. Heute haben wir einen 17. Also wenn das irgendwann dann jemand angucken sollte, dann wird das natürlich ein bisschen später erst hier kommen. Sehen. Mal gucken, wie es wird, aber Minecraft, das wird dann extrem gesuchtet. Wie war es eigentlich im Urlaub? Ja, ganz gut. War schon nicht schlecht. Also wir haben jetzt an sich so, das Wetter haben wir nicht so gehabt, wie es das sonst immer war. War aber auf der Innenseite her gut, weil da könnte man wenigstens mal was unternehmen, weil bei, sagen wir mal, 35, 36 Grad im Schatten kannst du nichts unternehmen, da läufst du weg. Weil wir wollten, Forscher hatten wir das auch, da hatten wir keinen Tag unter 36 oder 35 Grad halt. Wenn du da in die Weinberge gehst zur Weinverkostung und so, das kannst du nicht machen. Da fällst du um, da hast du Glas hinter, dann kannst du schon wieder ins Bett legen. In Ungarn warst du, oder? Genau. Okay. Mal sehen, ich wäre vielleicht nächstes Jahr oder so, mal gucken, wie es so geldmäßig ist, wäre ich mal nach Belgien fahren. Wenn wir mal die Normandie-Küste mal angucken. Wegen hier Zweiten Weltkrieg, hier Landung in der Normandie, das will ich schon mal angucken, mal sehen. Ist aber auch relativ kostspielig. Oh, ja, ich fahre nächstes Jahr nach Köln. Na, Gamescom, oder? Ja. Ja, ich bin auch schon am überlegen. Clowny, oh. Ja, weil nächstes Jahr bin ich 18 und dann kann ich auch in die Stände rein, so Call of Duty und so, was mich halt interessiert, weil was will ich irgendwas, keine Ahnung. Na, ich muss nochmal mit Clowny reden, wie wir es machen. Weil ich will ja auch fahren.
Weißt du überhaupt, und was dein Leben mal sehen, bedeutet? Ob wir irgendwo uns ein Hotelzimmer nehmen oder so. Mal sehen. Einfach weglaufen, ja. Dass wir mal zwei Tage oder so mal machen, weil der erste Tag, also die, ich glaube, den ersten Tag kommst du sowieso nie rein. Erster Tag ist der Pressetag. Genau, das ist ja der Pressetag und dann ab, ich glaub, ab dem Donnerstag oder so kommst du rein. Tommy kennt das Getränk. Ja, obwohl Pressetag. Kommst du nur mit dem Presseausweis rein? Ja, ich kenne aber Leute bei der Messe. Vielleicht kann ich da irgendjemanden mal anrufen. Das ist so Ende wie Sam. Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Aber wie gesagt, Clowny will er auch mit Tommy. Mal sehen. Wollen wir uns mal absprechen, irgendwie mal ein Hotelzimmer nehmen oder so. Ja. Dann mal in Ruhe, weil ich will ja dies schon, muss ich mal sehen, muss ich auch nochmal mit dem Clown reden. Ich will ja dies schon nach Essen fahren, zum Motorshow. Mal gucken, ob der auch was will. Mal sehen. Das Problem ist aber halt, ich kann den nicht mitnehmen, weißt du, wenn es bei mir auf dem Weg liegen würde, aber... Ey, der kommt ja eher aus meiner Gegend da. No? Der kommt ja aus Baden-Württemberg, oder? Nee, sind entweder nicht? Gestorben, das, der kommt aus der Nähe von Stuttgart, das ist Schwabe. Alle? Ja. Außer dir, verdammt. Ja, dann bist du in München unten, oder? Ja. Also sag, weißt du, wo Baden-Württemberg ist? Das ist genau neben Bayern. Achso, na gut, ne, ich hab von Geografie, das ist nicht so mein Ding. Na, dann nimmst du den mit. Können wir zusammenfahren? Ja, mit meinem Roller, oder? Ja, musst du mal den fragen, ob der dich vielleicht mitnimmt. Ja. Bei mir ist es ja komplett aus der verkehrten Richtung. Und ab hier ist ja, getrennte Weg. Hol ich ihn mit dem Roller ab. Wir sind nicht allein. Bin ich erst bei zwei Tagen unterwegs. Zwei kommen gerade rein. Und da sind schon welche da. Ist das jetzt eigentlich die gleiche Story wie bei The Last of Us auf PlayStation genau. 3? Nur dass du halt die DLC-Pakete und so mit dazu hast. Also dieses Left Behind, was so im Hintergrund noch was passiert. Ist halt ziemlich langwierig, die Story. Ich glaube, ich bin jetzt gerade mal bei der Hälfte oder so, oder drei Viertel. Okay. Wisst ihr was noch vor mir liegt. So, und jetzt müssen wir mal gucken hier. Ich habe jetzt einen Trailer hier bei Facebook. Oh, hat mich einer umgenietet hier. Hier Dead Island 2 ist er jetzt auch schon am Kommen. Das wird auch richtig geil, das Spiel. Okay. Ja, ich schaue jetzt mal kurz eine Runde in Counter-Strike rein. Ach, du zockst das auf dem PC oder was? Ja. Ich hab schon gedacht, auf der Blady. Wenn du ja gesagt hast, du hast nicht mehr so viel Lust auf PlayStation spielen. Ui! Ich hab da einige Leute kennengelernt und. Ja. Macht schon Spaß mit denen. Wir sind zwar richtig schlecht, aber. Also, richtig schlecht jetzt nicht. Wir gewinnen schon einige Runden immer, aber wir sind halt noch schlecht gerankt. Was spielt denn ihr für eins? Das ganz alte? Wie ganz alte? Ja, es gibt ja von Counter-Strike mehrere Versionen. Nee, wir spielen Counter-Strike Go. Achso, CSGO, Ja. Ja, ich hab gedacht, ihr spielt vielleicht noch das alte, weil dann hätte ich gesagt, gut, okay, das kann ich mir auch mal auf dem Rechner ziehen. Aber, ich hab keinen Spielerechner mehr. Ich hab mir jetzt zwar hier... Ja, Counter-Strike Go läuft eigentlich... auf, also keine Ahnung, das hat jetzt nicht so hohe Anforderungen. Ja, trotzdem. Ich will eigentlich meine Rechner nicht spielen, zu müllen. Weil es halt ein reiner Arbeitsrechner ist mit Aufnahmen und so. Und das muss schützen haben. Mann, jetzt geht er mal verrecken, du Vogel. So drei Schüsse von der abgesägten Schrofflinte, die in den Bauch geknallt und da geht nicht drauf. Großes F, kleines Ursprung. Okay. Alles sauber. Gestern kam endlich meine Sparkassenkarte an. Sparkassenkarte? Ja, mein Gott. Da freut er sich, wenn er eine Sparkassenkarte hat. Ja, jetzt habe ich endlich auch mein Konto. Das habe ich schon eher gehabt. Ja, du bist ja auch ein paar Jahre älter wie ich. Nee, ich habe mein erstes Konto schon mit 15 gehabt. Ja, mein erstes Konto habe ich schon seit meiner Geburt, so ein komisches Sparbuch teilt. Ja, ich habe mein rechtes Konto mit 15 gehabt, weil ich da in der Lehre bin. Mit 15 in die Lehre? Ich bin mit 15 in die Lehre, ne?
Ja, ich hab, Okay. ich muss bloß dazu sagen, ich habe ja keinen Realschulabschluss. Ich habe ja Hast du bloß einen Hilfe? qualifizierenden Geht schon. Hauptschulabschluss. Ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Ja, ich bin mit 15 in der Lehre, weil, also ich hätte zwar noch Realschulabschluss machen können. Das Problem aber bei mir gewesen ist, wir waren die erste Klasse mit in den kompletten Jahren, die diesen qualifizierenden Hauptschulabschluss machen mussten. So. Und du hast halt die Entscheidung vor dir, machst du weiter? Wenn du aber bei Realschule versagst und bloß ein Abgangszeugnis kriegst, wird der qualifizierende Hauptschulabschluss weggenommen. So, dann hab ich halt gesagt, gut, okay, ich lasse das so. Und ja, bin dann halt in der Lehre und bin seit halt, tu halt, das halt man, oh, die hackt gerade in einer mit so einer lauten Karre rum hier bei mir vorm Fenster. Und hab halt mit 15 dann überlegt, gut, okay, gehst jetzt in die Lehre. Okay. Es Hey, was ist denn ist. das jetzt hier? Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende, Universität von Ost-Colorado. Kam doch gar nicht bei der Die PS3 vor, oder? Bighorns. Naja, sehr geil. Schlürfen lassen, ich weiß gar nicht, bei wie viel. Ellie, runter vom Pferd. Bei wie viel Du bist mit Minuten dem bin ich Tommy. jetzt? Ich würde das Enttäuschen, gerne da kann ich behalten, noch einen wenn es dir recht ist. Abschnitt machen. Was ist denn los? Ich sage es nicht nochmal. Was Das hast du muss ich vor? ganz ein bisschen leiser stellen, damit Naja, ich dich deine auch Frau macht mir höre. Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Dann höre ich währenddessen Vielleicht gerade bin ich noch gestört. Hey, Musik. komm Ah, jetzt es ist immer noch lass so uns doch laut, mal das drüber Spiel. reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Ich hab doch letztens dieses Lied in die Gruppe Universität von gepostet, gell? Ost-Colorado. So Wo ein finde ich dieses Bullshit. Labor? Vor allem, wo ich jetzt Im gehört habe, Forschungstrakt. dass dieser Sieht aus wie ein Vogel großer Spiegel. hier Sicher Battlefield Fehler. Hardline hier synchronisiert, Alter. Ja. Ne. Sieht Ei, ei, doch deine ei, wieder Frau aus. so reiche Fame-Hure, ey. Der ist aber. Der hat Okay. ganz schön krass abgesahnt dieses Jahr. Der hat Alles ja klar. dieses. Der hat sein neues Album rausgebracht. Alles klar. Der ist über Nacht Gold Dann wünsche ich gegangen dir einen und guten Abend. innerhalb von einer Woche Platin gegangen und Dann hat, los. Helene Fischer eingeholt. Naja. Trotzdem ist es nicht meine Welt und wird es nie werden. Ja, das war ja nur so ein Spaßtrack. Ach, jetzt bin ich schon in der Stadt. Oh ne, jetzt hier muss ich einen Cut machen, ey. Sonst dauert Onkel, das wenn zu man lange, jetzt die die Nerds Aufnahme. schafft, ist wieder Mach erstmal dann ein kleines neues Tisch, durch. das mal konvertieren lassen. Mann, wie kompliziert. So, ich höre mir jetzt das Lied nochmal Man muss an. es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. So, ein Rotzader. Muss bloß aufpassen, nicht so laut machen, sonst krieg ich schon Probleme. Nee, ich hab's über Kopfhörer. Also das Lassen. hörst du nicht. Ich will erstmal einen Cut machen jetzt hier. Du warst mal Teil 11 jetzt. Mal sehen, beim nächsten Mal dann Teil 12 weitermachen. Würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.